Kennt ihr das? Ihr denkt euch, ich spiele erstmal eine ganz gemütliche Runde Warzone, aber ihr seid einfach zu schlecht. Aim ist am Start, danke. Leck mich am Fireclaw. Wow. Das Ding, glaube ich, hey, das brauche ich echt. Wow. Ich denke mal, jetzt sind die anderen am Schwanz, oder? Deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Man macht das ja auch vor einer guten Dehnungseinheit, macht man das ja auch, dass man sich erstmal aufwärmt. Wir in diesem Falle hier auch. Immer Pump and Spray. Wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer mag noch mal? Bin ich jetzt deppert? Dacht mir doch gerade, da ist doch einer, du. Alter, was? Wo war der? Komplett lost, oder? Bisschen was macht du? Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Aim ist am Start, danke. Leck mich am... Jetzt gehe ich mal richtig ins Getümmel. Ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen hier was den Leuten präsentieren. Geht ja gar nicht anders. Der Feind springt über das Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ich habe das Überraschungsmoment. Diese Runde ging verpiss dich, verpiss dich einfach. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, komm. Einige Tage später habe ich es nochmal versucht und war eigentlich die Ruhe selbst. Ich glaube, ich kann eigentlich schon sagen, wenn ich Hauptsache mal irgendeinen Kill bekomme, dann ist es schon sehr geil. Definitiv. Es laggt halt mal übelst kacke. Jetzt ohne Scheiß, es laggt voll. Ha! Gadi! Ihr müsst euch das mal geben, Alter. Es laggt halt mal übelst. Ist er jetzt tot oder ist er weg? Haut er ab, oder? Hä? I don't know what's going on, but ich finde das lustig. Hier sind ja auch mit mir andere abgesprungen. Also würde es mich jetzt gar nicht so wundern. Boah, ich möchte mal auf die Hills gehen. Ah ja, Black Ops 3 Memories. Wenn ich mich richtig entsinne. Und das tue ich meist. Also ich bin meist der richtige Entsinner. Wo ist er denn jetzt? Ja. Ja. So geht's ab, gell? Abgesehen von diesem schönen Schuss, muss man schon sagen, habe ich toll gemacht, definitiv. Ich brauche halt jetzt Geld, dass ich mir die am Schwanzwaffe holen kann, weil das ist ja eigentlich das Ziel dieses ganzen Videos. Sonst brauche ich das... Och komm, ich werde immer gejagt. Immer wenn ich schön aufnehmen will. Das war übrigens mein erster Kill jetzt, gell, seit der Aufnahme. Eine Minute ist er noch hinter mir her. Aber der weiß halt generell, wo ich bin und das ist ja, denke ich mal, das Hauptproblem. Ah, da ist noch ein bisschen Geld. 10.000, jetzt auf geht's, komm. Ich habe sie endlich, die am Schwanzwaffe, sie ist da. Und jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Jetzt können wir in dem Video starten. Es dauert immer ein bisschen, aber... Gibt's doch nicht, dass sie sich immer so schnell verstecken? Da ist der am Schwanz, kann ich euch anders gar nicht sagen. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Bin schon weg. Da ist ein Sniper, oder? Ja, gar nicht gut. Manchmal denke ich, ich halluziniere, aber ich denke, es ist gar nicht so. Wie sollen wir das erklären? Das können wir nicht erklären. Jetzt müsste ich eigentlich in der Safe Zone sein, oder?
Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Also, Leute. Ich denke manchmal echt, ich stelle mich richtig blöd an, aber es gibt schon welche, die stellen sich noch blöder an. Finde ich ja gut, muss ich ja sagen. Yes! Also wenn du einmal schwitzt, dann schwitzt er richtig. Ist zumindest bei mir so der Fall. Ganz schön heikel hier einfach über das Feld zu laufen, aber das ist schon in Ordnung, das schaffen wir. Mhm. Es sind halt immer noch 46 Spieler, ihr wisst schon wie viele das sind, das ist eine ganze Menge und dass ich hier irgendwie nochmal einen hole, ich weiß nicht. Scheiße, wo ist sie? Ich denke mir halt, du gehst lieber rein auf die Olga, als dass du draußen bleibst, oder? Du nimmst, was du kriegen kannst. Da hat gerade jemand auf mich gezielt, scheiße. Also ich kann euch nur eins sagen, es wird ein Herzschlag-Finale, definitiv. Feindliche Drohne über uns. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Jetzt kommt, der ist da niedergepinnt, Alter. Der muss da weiterkommen, oder? Scheiße. Der hat auch irgendwie einen Sniper oder sowas. Was? Ich bin noch hinter der Fassade. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich sag's euch, das Spiel, warum ich es nicht spiele, ganz klar, weil ich da so einen Herzschlag habe. Den kannst du ja durch, weiß nicht, 500 Meter weit hören. Nope. Aber ich habe ihm wenigstens Schaden zugefügt. Auch schon mal eine kleine Errungenschaft. Muss aber natürlich auch sagen, dieses Thermalvisier, das ist halt schon ziemlich cheesy, gell? Oh fuck, da oben ist er. Scheiße, und jetzt kommt einer von da. Ist doch alles nicht dein Ernst. Das war ein geiler Schuss. Muss man mir jetzt aber auch lassen, oder? Oh. Scheiße, die Zone. Was ich immer vergesse, ist natürlich auch die Platten, gell? Die sind ja enorm wichtig. Es ist natürlich schon ultra fies, das muss ich aber auch sagen, mit diesen Thermal-Dings da. Das sollte auch nicht sein, finde ich, aber okay. Das ist halt der Stand der Technik. Kann man so sehen oder kann man so nicht sehen? Gerade wie ich da ein bisschen rumgeier, ist auch grenzwertig, aber hey, was tut man nicht alles für einen Sieg? Der Kreis verengert sich halt schon wieder. Warum fahren die ganze Zeit... Fick dich, ich habe keine Ausrüstung mehr. Ach du Scheiße. Ich bin am Arsch. Also ich kann es euch jetzt schon sagen, wie es ist. Ich bin am Arsch. Er hat mich halt einfach auseinandergenommen. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Vielen Dank, aber hey, ich wurde immerhin 14. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr Warzone sehen wollt. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.